Ah, Moment, Moment. Zwei, drei. Naja, so einfach war es nicht. Schade, hätte das sein können, dass das so wie hier ist, so. Ne, mit den kleinsten Ecken angefangen. Aber hier sind keine Unterschiede drin, oder? Ah, ich verstehe. Wir müssen anscheinend die richtige Reihenfolge finden. Alles klar? Ach, dammit. Okay. War nicht so schwer, war nicht so schwer. So. Ja gut, Instructions. Ich denke mal, wir werden jetzt hier drehen müssen. Oh, und natürlich drehen die sich wieder. Oh, wie ich solche Rätsel einfach hasse. Ich hasse sie einfach abgrundtief. Es ist so schrecklich, das. Oh, das ist. Oh, das ist echt grau. Das ist grau. Oh nein, nein. Egal wie man dreht, es dreht sich einfach alles wieder mit. Oh, ich hasse es. Ich hasse es. Boah, wie ich diese Art Rätsel einfach zum Kotzen finde. Ohne Scheiß, wirklich so. Mal gucken, vielleicht kommen wir damit klar, wenn wir immer nur das Innere drehen hier. Okay, gut, das ging noch. Puh. Okay, der Zugang ist aber auch. Graf Dracula? Der Zugang ist aber auch wirklich sehr gut gesichert, muss ich sagen. Ohne Sche also ohne Sche also wirklich jetzt, ne? Wirklich jetzt. Da haben wir wieder ein Wimmelbild. Oh, wir könnten auch sofort in die Kirche reingehen, aber ich würde. Okay, da muss es eine Treppe geben, die dort hochführt. Zu dem Glockenturm. Aber ich würde erstmal gerne hier, bevor wir die Kirche betreten, das Wimmelbild machen. Lightning. Okay, ein Blitz. Ein Blitz kann ja wieder alle möglichen Formen haben. Ein Fußabdruck und eine Pitchfork. Ein Gargoyle. Was? Button haben wir hier. Na komm. Freeze? Schissel? Ah, was wollt ihr alle von mir? Was ist das alles? Ein Schuh muss man auch wieder finden. Alter, was geht hier mit den Leuten, dass sie überall ihre Schuhe finden? Du bist Stiefel, aber ich nehme dich mal als Schuh. Okay. Eine Eule. Eine Urne. Und eine Fledermaus. Eine Urne? Nein. Oh, da ist der Blitz. Okay. Bist du hier von irgendwas der Kane? Nee. Das war das Schissel. Ach so, das war ein Schissel. Was bist du? Gar nichts. Schade. Eine Fledermaus. Ach, da ist die Fledermaus. Da ist sie. Ein Fußabdruck. Hätte man jetzt die Meinung haben können, dass der hier auf dem Boden, wenn dann nur sein kann, aber anscheinend ist der tatsächlich woanders zu finden. Aber ist ja dieses Vries. Und das ist, dass das hier keine Urne ist, ne? Hammer. Oder vertue ich mich damit? Urn, ist das was anderes? Ja, das ist ein Hourglass. Ein Shoeprint. Wo ist denn hier ein Fußabdruck? Ah, dort. Da ist der Fußabdruck. Ach, Kane. Natürlich, das ist hier so ein Gehstock. Alles klar, natürlich. Ah, da haben wir die Urne. Und ganz ehrlich, dieses Race, ich muss es googeln. Ich habe da, was das angeht, überhaupt absolut gar keine Idee, was das sein soll. Ich weiß es wirklich nicht. Ich muss mal eben, ich schaue mal gerade. Ein Kranz! Okay. Ein Kranz. Aha, nee, das hätte ich im Leben nicht. Ich glaube, da wäre ich vielleicht durch Zufall, wenn man alles angeklickt hätte, was irgendwie geht. Aber ich glaube es mal weniger. Okay, wir bekommen den Meißel.
Dann gehen wir jetzt mal in die Kirche hinein. Die Stadtleute? Alle versammelt in der Kirche. Und vertieft in ein dunkles Gebet. Okay. Ich weiß da nicht, ob das jetzt eine gute Idee wäre, einfach hier rumzulaufen und irgendwelche Scheiße zu machen. Wir haben einfach die Kerzenleuchter kaputt gemacht, was? Oh, okay. Okay, ich werde nicht weitergehen. Diese Leute sehen unheimlich aus. Sie ist aber dann doch weitergegangen, okay. Okay, das ist der Dolch, den man aus dem Zimmer gestohlen hat. Das ist die Mordwaffe. Ja, das sagt sie auch so. Gerade in der... Okay, hier braucht man anscheinend noch ein paar Kerzen. A few candles are missing. Ja, okay. Das heißt, wir kommen da sowieso da nicht rein jetzt. Gut, dann hätten wir jetzt hier die Mordwaffe. Ein Ritualdolch. Blut ist an der Klinge. Es muss in dunklen Ritualen benutzt worden sein. Aber für was? Und wo? Die Crime Scene, okay. Vielleicht das Haus? Nee. Mit dem Haus, ich werde das Haus nicht los, ne? Ich werd's nicht los. Ah, okay, das Townsfolk, das kommt da rein. Okay. Okay. Also ich habe jetzt tatsächlich gerade, ehrlich gesagt, überhaupt... Ah, dieser Aufziehschlüssel, ne? Und dieser Lumpen hier. Okay, sie will auf jeden Fall nicht weitergehen, weil ihr die Leute unheimlich sind. Kann ich durchaus verstehen, wir können zum Friedhof. Okay, der ist nicht unheimlich. Okay, Bücher bei J.S. Collins. Ein schöner Raum. Was? Das ist ein schöner Raum? Ich weiß ja nicht. Also, ich glaube, wir haben verschiedene Ansichten davon, was schön ist. Aber so ist das halt. Liegt im Auge des Betrachters, ne? Seltsam, da ist kein Schloss an diesem Gitter. Ich kann etwas hinter dem Efeu sehen. Ah, okay. Es sieht aus wie ein Slot für etwas. Nein. Ah, Moment. Ach, verdammt. Da können wir also anscheinend noch nichts machen. Ich habe ehrlich gesagt jetzt überhaupt keine Ahnung, für was wir hier die Sachen benutzen sollen. Wo können wir denn angeblich was machen? Am Graveyard? In der Kapelle? Und im Backyard. Na, das war bei Nightmares from Sleep, muss ich sagen, auch besser, dass man halt über die Map schnell reisen konnte. Wir können hier was machen? Jo, da! Ha. Okay. Okay. Seltsam. Eine läutende Glocke und ein Mann, der über der Menge steht. Mrs. Clapp. Was ist das Clapp? Achso, und wahrscheinlich auch dieser Schwengel. New Evidence. Okay, es scheint, als würde die Glocke als eine Art Medium fungieren, um die Bevölkerung von Maple Creek zu kontrollieren. Sie in Trance zu versetzen und sie, zur Kirche zu beschwören für dunkle Gebete. Ich muss die Glocke zum Schweigen bringen, um sie zu befreien. Ja, keine Ahnung.
Da geht immer noch nichts mit. Okay, also im Backyard könnten wir was machen. Oh, da gibt es wieder ein Wimmelbild. Alles klar, gut. Dann nutzen wir das mal. Pruning Scissors. What the fuck? Was sind denn schon wieder Pruning Scissors? Okay, ganz weg. Dann mal hier eine Pocket Watch, also eine Taschenuhr. Alles klar. Das könntest du sein. License Plate dürfte das Kennzeichen sein. Pill Package haben wir hier. Binoculars habe ich auch schon gesehen. Red Grapes haben wir dort. Padlock ist das hier. Ein Wallet haben wir hier. Ein Barrett haben wir dort. Ein Seil, ein Rope. Ein Rope habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen gehabt. Ein Rope und auch wieder eine Fledermaus. Könntest du ein Seil sein? Nee. Ups. Pruning Scissors. Nee. Was sind denn Pruning Scissors? Ah, hier ist die Bett. Okay, alles klar. Nee, das ist auch nicht das Seil. Das ist das Seil. Ja, Mann. Pruning Scissors. Was sind Pruning Scissors? Ah, wahrscheinlich das hier. Okay. Auch wieder so eine Gartenschere, so eine Art Heckenschere. Okay, wir sind geskillter Sucher. Mhm. Wir haben es so drauf, ne? Wir haben ein Seil. Ah, mit dem Seil. Oder an dem Seil könnten wir doch dann hier diesen einen Haken wahrscheinlich befestigen. Okay. Damit ziehen wir aber nicht den Korken. Nein, gut. Und da war nochmal ein Wimmelbild. Ja, nehmen wir mit. Nehmen wir mit hier. Eine Wasserkanne oder eine Gießkanne, wie auch immer. Zwei Handschuhe bräuchten wir. Das sind Boxhandschuhe. Ich glaube nicht, dass die gemeint sind. What the fuck ist ein Flyswatter? Was ist das? Was ist das? Flyswatter? Was ist das? Was ist das hier? Eine Dustbin? Eine Staubpfanne? Was ist eine Staubpfanne? Oh mein Gott, das ist ja, das ist ja, Alter. Ich dachte ja wirklich, mein Englisch ist einigermaßen gut, ne? Aber dieses Spiel hier belehrt mich dann doch irgendwie eines Besseren. Das ist ein Spatula. Beats Pump Eagle. Oh Gott, das ist, ach du Scheiße, was ist das? Was? Ich meine, ein Eagle ist klar, ein Eagle ist ein Adler, das ist mir klar. Dann haben wir da. Beats? Ja, Beats kenne ich jetzt wieder nur so. So als Kopfhörermäßig habe ich da jetzt was in Augen, aber die hießen, glaube ich, etwas anders. So ähnlich, aber ich glaube nicht ganz so. Genau, die wurden mit T, glaube ich, geschrieben. Leaf ist so ein Blatt, so ein Laubblatt. Was ich jetzt hier im Moment aber auch nicht sehe. Ein Schlüssel und ein Fan. Da haben wir den Fan, da haben wir den Schlüssel. Dustpan, Staubpfanne, Staubfänger. Was ist ein Dustpan? Ist das vielleicht so ein Staubwedel? Was ist ein Dustpan? Ich habe keine Ahnung. Handschuhe. Da haben wir die Handschuhe. Achso, wir brauchen sowieso zweimal, stimmt. Flyswatter. Dustpan, Burger, Beats, Pump. Pump dürfte eine Pumpe wahrscheinlich sein. Naja, kein Windspiel. Okay, dieses Dustpan. Alles ein bisschen schön. Da ist die Pumpe. Okay. Leaf ist doch ein Blatt, Laubblatt, oder nicht? Ist doch so ein Blatt. Sowas hier. Ah, okay. Alles klar, alles klar. Flyswatter. Dustpan, Burgle, Beads. Das ist ein Kehrblech. Alles klar. Okay, okay, okay. Aber mit den restlichen drei bin ich jetzt irgendwie komplett überfragt. Also.
Also ich glaube, Fließwetter, dieses Fließwetter, Fleißwetter habe ich noch nie gehört. Noch nie. Hör ich, hör und lese ich zum ersten Mal. Das Bugle glaube ich auch. Mit dem Beats bin ich mir nicht ganz so sicher, ob ich das nicht kenne und ob ich das nicht normalerweise weiß, aber jetzt gerade nicht drauf komme. Da bin ich mir gerade ein bisschen unsicher, ehrlich gesagt. Ich glaube, die anderen Sachen werden wir googeln müssen. Ich glaube, da werde ich leider, leider nicht drum rumkommen. Wo ist denn hier mein trusty Handy? Okay, wir fangen mal mit dem... Nein, wir fangen mit dem Beats mal an. Wir fangen mal mit dem Leichten an. Mit dem Leichten. Und wenn ich das lese, dann ist wahrscheinlich so, ja, natürlich. Perlen. Ich bin so doof, ne? Das hätte ich wissen müssen. Das hätte ich ohne Scheiß wissen müssen. Ist einfach so. Okay, wir suchen also Perlen. Was haben wir bei diesem Bugle? Ein Horn. Ach, hör auf. Aha. Okay, das hätte ich jetzt nicht. Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Und Fließwetter. Ist eine Fliegenklatsche wahrscheinlich, oder was, ja? Ach, ich bin so... Hätte man drauf kommen können. Perlen, da sind Perlen. Aber mit der Trompete, mit diesem Ding, wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Niemals. Ein Rusty Key. Ah, der ist wahrscheinlich... für hinten im Backyard. Für das Tor. Locked. The key must somewhere... Hä? Wie? Ja, wie? Der Schlüssel muss irgendwo im Haus sein. Ist mich gerade ver... Okay. Zu dem einsamen Haus. Oh, das arme Haus ist ganz lonely. Okay, Houston, ist nicht zu gebrauchen. Da ist ein Riss im Boden. Okay. Okay, da ist so eine kleine Kluft, so eine kleine Spalte. Etwas Schmales. Ja, etwas Dünnes könnte es hochheben. Okay. Along the Country Lane, also entlang der Landstraße. Und hier haben wir anscheinend mal wieder dann kein Wasser. Okay, sie müssen es wahrscheinlich, also sie werden es wahrscheinlich abgedreht haben wegen dem ersten Frost. Hm, aber hier haben wir noch ein Wimmelbild. Oh, Alter. Wie das bei den Leuten immer aussieht, das ist der Wahnsinn. Ne? Die haben keine Ordnung, kein bisschen Ordnung. Ich bin ja schon nicht wirklich ein ordentlicher Mensch. Aber das ist einfach lächerlich.